Hallo, ihr Lieben, hier ist Dr. Carola Jarvet-Kistel. Ich melde mich aus Mexiko. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich heute am 6. Januar 2023 meine insgesamt jetzt fünfte Praxisdurchsuchung hatte in meiner Arztpraxis für Homöopathie in Duderstadt in Südniedersachsen. Es hat wohl dieses Mal nur eine halbe Stunde gedauert. Es waren vier Polizeibeamte vor Ort, die auch nur eine Akte nur mitgenommen haben. Keine Ahnung, ob sie nicht mehr gesucht oder gefunden haben. Ich wurde nur von meinem Ex-Mann informiert, der ja auch mein Vermieter ist. Und es wurde mir gesagt oder geschrieben, dass die Polizei wieder da war. Ich kann mich wirklich nur fragen, liebe Polizei, habt ihr immer noch nichts Besseres zu tun? Ja, wirkliche Straftäter werden nicht gepackt, nicht gefasst, nicht gesucht. Und so eine Ärztin, die jetzt schon alles verloren hat, Haus und Hof und Hab und Gut und Praxis und nicht mehr praktizieren kann in Deutschland und im Ausland schon ist mit einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung. Die muss jetzt weiter traumatisiert werden, indem man nochmal und nochmal und nochmal alle halbe Jahre die Praxis aufsucht und ausräubert und Akten mitnimmt, damit man wieder Patienten belasten kann und damit Patienten wieder vor Gericht gezerrt werden. Mittlerweile stehen so viele Patienten von mir vor Gericht, die wirklich schwerste Erkrankungen haben und denen immer noch vorgeworfen wird, dass sie hätten ein unrichtiges Gesundheitszeugnis von mir, eine unrichtige ja, Maskenbefreiung oder eine Impfunfähigkeitsbescheinigung, obwohl sie wirklich vielfach und schlimm vorerkrankt sind, obwohl ich das auch gut dokumentiert habe und obwohl manche sogar, da sie zum Beispiel schwerhörig sind, gar keine Maske tragen müssen, weil sie sowieso schon per se von der Maskenpflicht ausgenommen wurden. Auch die stehen vor Gericht und auch die müssen sich verantworten, manche schon in zweiter und dritter Instanz. Und es ist einfach nur auf gut Deutsch, ja, zum Mäusemelken. Was da gemacht wird und wie mit uns umgegangen wird und wie man immer noch versucht, uns Ärzte und die Patienten auch einzuschüchtern, damit dann bei der nächsten Plandemie möglichst alle mitspielen, alle Ärzte, alle Patienten. Damit sich keiner mehr aus dem Loch irgendwo rauswagt und irgendwie versucht, dagegen zu votieren. Denn wir wissen ja, was uns droht, was meiner lieben Kollegin Monika da letzte Woche für ein Urteil verkündet wurde von 2 Jahren, 9 Monaten und ja, Haft ohne Bewährung natürlich auch noch, 28.000 Euro Geldstrafe und 3 Jahre Berufsverbot, sofortiges Tätigkeitsverbot als Ärztin. Also man geht gegen uns also strenger vor und schlimmer vor als gegen irgendwelche Vergewaltiger oder Pädophile oder ja, Leute, die am Silvestertag irgendwelche Böller in irgendwelche Krankenwagen oder Polizeiautos oder Feuerwehrautos schmeißen. Also das ist wirklich unfassbar, was man macht. Aber gut, wir kennen ja dieses System jetzt mittlerweile und wir wissen, wie das System agiert. Ich finde, es ist jedenfalls krank und ich kann euch nur alle auffordern, haltet umso fester jetzt zusammen, alle Ärzte, alle Patienten und widersetzt euch dieser Gesundheitsdiktatur und dieser Totalüberwachung, die uns hier gerade droht. Und ja, lasst euch nicht alles gefallen. Ganz liebe Grüße, alles Gute und ich weise nochmal auf unser Ärztehilfswerk Weißer Kranich hin. Von Ärzte stehen auf, wo man betroffene Ärzte auch mit einer dementsprechenden Spende unterstützen kann, damit wir zumindest unsere Rechtsanwälte bezahlen können und irgendwie versuchen, aus diesem ganzen Dilemma irgendwie rauszukommen, gerade wenn man auch in Berufung gehen muss und ja, es ist schon wirklich ein sehr teures Unterfangen, leider. Okay, liebe Grüße, alles Gute und passt auf euch auf.